Boah, hab ich keinen Bock heute. Für diesen blöden Maintenance-Flug. Früh aufstehen. So. Kaffee. Schlecht geschlafen. Ja, wir haben auch schon 10 vor 8. Also auf dem Schedule steht, dass ich um 9:30 Uhr den Maintenance-Flug machen soll. Dann müsste ich um 8:30 Uhr da sein. Das wäre in einer Dreiviertelstunde. Ja. Das schaffe ich nicht. Mittlerweile 20 nach 8. Und es sieht so aus, als würde es heute nochmal wesentlich windiger werden. Und der Wind kommt wieder aus dem Süden. Boah, das wird heute bumpy. Mehr Sonnenblumen. Kommt immer mehr hier. Muss ich mich aber noch nicht drum kümmern, wirklich. Oh. So, jetzt muss ich mich fertig machen, dann geht's los. Hier sieht es irgendwie nach Regen aus. Es weht schon ganz schön. Mittlerweile 9 Uhr genau. Das heißt, ich bin genau da, wenn der Flug eigentlich starten sollte. Aber ich habe mit dem Jamal, das ist einer der Mechaniker, eine verbale Absprache, dass ich erst den Flug erst um 10 mache. Von daher alles gut. So, ja, überhaupt nichts los auf den Straßen. Sehr nice. Ich habe nochmal Nachrichten gesehen über das Eddies Event morgen. Dieses Surf-Event am North Shore. Ey, das wird das absolute Mega-Chaos. Jeder will dahin. Es gibt kaum Parkplätze. Und das wird die Mega-Katastrophe. Die Hälfte der Leute, die das gucken wollen, die stehen wahrscheinlich einen halben Tag im Stau. Da gibt es nur eine Straße rein und eine Straße raus. Naja, ich werde das ja von oben sehen. Denn morgen findet hier einiges an Flügen statt. Leider nicht vom Boden aus. Aber das wäre wahrscheinlich sowieso keine gute Idee gewesen, dahin zu fahren. Der Chris, der hat ja immer noch vor, dahin zu fahren. Da bin ich mal sehr gespannt, was der zu erzählen hat. Der Wind kommt genau wieder aus dem Süden. Ich weiß nicht, ob man die Windsocke sehen kann. Aber noch haben wir Trade Winds. Also die Landebahnen 8 und 4 sind offen und nicht in die gegensätzliche Richtung. Das ist gut. Aber das wird sich auf jeden Fall ändern, schätzungsweise. Ja, und Wind aus dem Süden ist halt problematisch wegen diesen blöden Turbulenzen, die man dann halt hat. So, bevor ich überhaupt anfange zu arbeiten, habe ich schon 1 Dollar verdient. Von gestern. Und zwar hat die Sunsea Ray mit dem Koji gewettet auf meinem vorletzten Flug, dass ich keine Kotztüten habe. Und der Koji meinte, der kriegt auf jeden Fall Kotztüten. Das ist so bumpy. Und ich hatte auf dem vorletzten Flug ja keine Tüten. Und hat die Sunsea Ray 20 Dollar gewonnen. Dann habe ich gesagt, da bin ich aber 10 von. Naja, 10 wäre ein bisschen übertrieben gewesen. Aber 1 Dollar, immerhin. So, jetzt Risk Assessment. Das ist dieser komische Ops-Fight, wo man wirklich krasse Manöver machen muss. Und dann hoffen, dass die Main Rotor Gearbox und alles durchhält. Und nicht zu heiß wird oder sonst irgendwas. Naja. Und dann fahre ich nach dem Ops-Fight einfach nach Hause. Wenn alles mit dem Helikopter okay ist. Ansonsten muss ich natürlich hier abhängen, dann reparieren die irgendwas und dann muss ich den nochmal machen. Ja, mittlerweile 9:30 Uhr, genau. Das Wetter schlecht. So, Pre-Flight beendet, sieht gut aus. Jetzt gehe ich mit dem Mechaniker rausfliegen und dann muss ich echt die ganzen krassen Manöver machen. Den Helikopter an die Limitationen bringen. Und dann ist er wieder einsatzbereit, wenn mir das alles gefällt. Also auf geht's. Wir müssen zurück sein, bevor Markus landet.
Denn der braucht eventuell einen Mechaniker und wir haben nur einen heute am Start. Und sonst hätte ich auch alleine fliegen können, aber ich habe gerne einen Mechaniker am Start. Okay, 0,3 Stunden bin ich geflogen und ich habe das Ding mal so richtig gerockt. So ja, normalerweise fliegt man dann mit dem Ding ja nicht rückwärts. Aber heute bin ich mal so schnell rückwärts geflogen, wie das Ding wollte. Und dann habe ich plötzlich Settling with Power bekommen. Und frag nicht wie. Das Ding plötzlich so wuck. ja, der Mechaniker, der hat auch einen Schreck bekommen. Ich habe auch einen Schreck bekommen. Denn das ging rucki zucki. Und ja. Und dann meinte er auch kurze Zeit später, ja, ich habe alles gesehen, lass mal zurückfliegen. Ja, okay, jetzt bin ich eigentlich durch. Mal sehen, ob ich nach Hause kann oder ob ich hier noch abhänge. Hier kommt auf jeden Fall Regen rein. Aber mehr an der Westseite. Von daher, mir egal. Laut Pilot Recap habe ich vor dem Tag hier immer noch 9 Stunden mehr als der Markus. Der fliegt heute 7 Mal. Das heißt, ich bin morgen auf jeden Fall die Nummer 2. Der Tag, der sieht mal wieder äußerst bescheiden aus. Ich habe morgens 2 Flüge, dann eine riesige Pause und dann am Nachmittag 2 Flüge. Ey, super nervig. So, jetzt frage ich den Mechaniker, ob er mich später noch braucht. Und wenn nicht, dann fahre ich einfach nach Hause. So, ich bin auf dem Weg nach Hause. Um kurz vor 12 wäre ich zu Hause. Aber ich fahre wahrscheinlich jetzt noch bei Costco vorbei. Obwohl ich das ja eigentlich nicht unbedingt brauche. Also, ich bräuchte Kekse, die ich immer mit dem Camembert esse. Camembert brauche ich wieder. Milch brauche ich. Und noch irgendwas. Aber das brauche ich nicht zwingend heute oder morgen. Und morgen ist ja mein letzter Arbeitstag. Das heißt, ich könnte es theoretisch auch morgen bzw. übermorgen besorgen. Aber jetzt habe ich Zeit und bin wach. Von daher fahre ich wahrscheinlich bei Costco mal vorbei, gucke, was da los ist. Samstagmittag. Und wenn da zu viel los ist, dann fahren wir wieder. Und wenn da nicht viel los ist, dann holen wir den Kram kurz. Dann brauche ich nämlich morgen oder übermorgen nicht dahin. Nur für Bananen dann irgendwann. Das ist der Plan. So, ja, auf der Westseite und in der Mitte der Insel, ich weiß nicht, von hier aus sieht man es eher schlecht, regnet es wie doll. Also der Markus wird auf jeden Fall durch die krasse Regenfront fliegen. Das ist nur eine kleine Zelle. Also ich meine, nicht so klein, aber auf dem Weg zurück. Ja, es ist bei den Tradewinds geblieben. Die haben nicht gewechselt auf Kona, obwohl der Wind eigentlich eher aus dem Südwesten kommt, anstatt aus dem Osten. Und von daher wundert mich das ein wenig. Ja, mit dem Markus, der war so beschäftigt, mit dem habe ich kein einziges Wort wechseln können. Aber ist ja auch wurscht, der ist ja morgen wieder da. Ja, der Helikopter QC mag ich, fliegt gut. Außer rückwärts. ja. So, wieder zu Hause, kurz vor 12. Ich bin doch nicht mehr zu Costco gefahren. Bin einfach zu müde und ich kann mir schon vorstellen, was da los ist Samstagmittag. Ja, dann hatte ich ja überlegt, heute eventuell schnorcheln zu gehen, beziehungsweise das Schnorchelset mal auszuprobieren. Aber es ist einfach stürmisch, regnerisch, die Wellen sind hoch. Also, Schnorcheln ist geiler, wenn die Sonne draußen ist. Dann hat man nämlich schöne Sicht. Also mache ich das Montag oder Dienstag. So, ich habe gerade mal dieses Dive Case gecheckt. Also im Gegensatz zu diesem Billig-China-Ding, ja, ist das Original also wirklich eine andere Hausnummer. Also das ist dickes Plastik. Hier hinten sind diese Anti-Fog-Dinger, kann man da reinklemmen. Es hat halt eine Taste hier, in der man es ein- und ausschalten kann. Richtig protected. Schwer. Also jetzt nicht super schwer, aber. Und da war dann ein Reinigungstuch dabei. Und dann ist da noch so ein Pouch dabei für das Ding. Also. Und die Verpackung allein. Ja, das war mir jetzt $31 wert. Sehr schön. Was für ein fauler Tag. Eingeschlafen bin ich sogar mal. Jetzt haben wir schon 4:30. Ja, das Eddie findet ja morgen statt, das Surf-Event am North Shore. Und es werden 40.000 Leute erwartet.
Ey, da haben noch nicht mal 1000 Leute genug Parking. Aber da sollen Busse fahren von Honolulu alle halbe Stunde zwischen 4 Uhr morgens und 6 Uhr morgens. Die Wellen sollen am Morgen so bis 15 Fuß hoch werden. Und ich weiß nicht, warum die unterscheiden zwischen hawaiianisch und National Scale, aber so ist es. Also wenn die hier 15 Fuß hoch sind, dann sind das 30 Fuß hohe Wellen sonst wo, also von der Kraft her oder keine Ahnung. Und am Nachmittag werden die bis zu 30 Fuß hoch und das ist National Scale von 65 Fuß. Also das geht richtig geil ab. Bin ich fast froh, dass ich morgen fliege. Dann kann ich mir das von oben angucken. Videos kann ich natürlich leider nicht machen. Aber ja, vielleicht packe ich irgendwie, obwohl, wenn ich da vorbeifliege, dann ist es genau links. Da könnte ich eigentlich die GoPro mal einbringen. Mal sehen. Chris habe ich gerade hin und her gechattet. Der hat tatsächlich vor, morgen zu diesem Surf-Event zu gehen. Beziehungsweise der Plan ist, da heute Nacht hinzufahren, dann in der Nähe zu übernachten, auf dem Parkplatz oder so, und dann morgen hinzugehen. Also das ist natürlich nicht legal hier vorbei im Auto irgendwo zu pennen auf dem Parkplatz, aber das ist sein Plan. Bin ich mal gespannt, was er erzählt. Wetter wird besser, der Wind kommt mittlerweile nicht mehr aus dem Süden. Sehr schön. Wenn wir morgen schön Tradewinds hätten, wenn ich mir die krassen Wellen da angucken kann, von oben. So, Rasen gesprengt und ich habe gesehen, da gibt es wieder eine Papaya. Halb weggefressen schon, aber immer noch voller Samen. Da werde ich nachher, wenn es ein bisschen dunkler ist, nochmal mit diesem. Ich habe so Stöckchen gemacht von den Sonnenblumen. Die habe ich ja entblättert und die sind so rau. Das heißt, wenn man mit diesen Sonnenblumenstaben, die natürlich jetzt mittlerweile trocken sind, Mann, da drin rumstochert, dann bleiben die ganzen Samen da hängen. Da werde ich Samen pflücken, dann werde ich das Fruchtfleisch abmachen, genau wie es in online beschrieben ist, trocknen lassen und dann keimen lassen in Wasser oder Papier. Denn ich glaube, in diesen kleinen Töpfen, weiß ich nicht, kann natürlich immer noch was werden. Aber so soll man es halt offiziell machen. Und das mache ich nochmal und dafür hole ich mir nachher nochmal ein paar Samen. Mittlerweile dunkel draußen. 7:10. Salat gibt es heute mit Thunfisch. Ich habe gerade ein paar Eier gekocht noch. Und ich habe ein paar Samen gepflückt. Und zwar diesmal habe ich die ja vom Fruchtfleisch entfernen wollen. Das habe ich gerade gemacht. Und jetzt trocknen die hier. Die sind ja wirklich sehr soft. Vielleicht werden die hart, wenn die trocknen. Na, auf jeden Fall lasse ich die jetzt mal trocknen, so 2, 3 Tage, und dann versuche ich die halt außerhalb von der Erde zu keimen, sodass ich sie ein bisschen im Auge behalten kann. Das ist der Plan. So, jetzt Abendessen, Kaffee fertig machen für morgen und duschen. Ich habe gerade einen Film angefangen, der ist nicht so schlecht. So ein Psycho-Thriller. Und da müssen wir irgendwann auch schon ins Bett. Da bin ich mal gespannt, ob der Chris sich nochmal meldet. Irgendwo vom Auto aus. Vom North Shore. Das Schedule ist gerade rausgekommen. Ist genauso geblieben wie heute Nachmittag war. Ich habe einen Flug um 9 und um 10 und um 2 und um 3. Und der Markus fliegt die beiden Flüge dazwischendurch auch noch. Der hat 6 Flüge. Der hat noch einen um 11 und um 1. So, ja, ich habe gemerkt, dass der Salat hier schon überall braun wird. Das heißt, ich muss den auf jeden Fall heute beenden, beziehungsweise was ich heute nicht gegessen bekomme. Und gleich wegschmeißen. Also sind es doch nur 2 Portionen. Aber gut, das passt schon. Muss ich mir nur überlegen, was ich morgen esse. Aber morgen nach der Arbeit habe ich ja eventuell noch vor, zu Costco zu fahren, obwohl ich das wahrscheinlich nicht mehr schaffe. Die machen ja relativ früh zu am Sonntag. Und da muss ich mir nur überlegen, was ich morgen Abend esse. Ob ich einen Burger essen gehe, ob ich gar nichts esse. Denn mein Kühlschrank ist mehr oder weniger. Ich habe immer noch die Suppe, aber die ist vor 2 Monaten abgelaufen. Ich glaube, die kann ich nicht mehr essen. Die Tomatensuppe. Aber wer weiß. Vielleicht ja auch gut. Und ich habe immer noch dieses blöde Mikrowellen. Ah, ich habe ja noch Brot hier. Das geht immer mit Philadelphia. Genau. Jetzt wird das erstmal gegessen und dann wie geplant.
Na, jetzt haben wir schon wieder kurz nach 8:30. Morgen muss ich um 6 Uhr raus, denn der erste Flug ist um 9. Und außer dass es super hohe Wellen geben soll, habe ich jetzt noch nichts Negatives über das Wetter gehört. Es soll wieder Tradewinds, ganz normale Winde geben. Aus dem Osten also. Und ja, das heißt, es gibt nur ein paar Stellen, auch wenn es windig wird, die wirklich holprig werden können. Und nicht so wie gestern und heute. Boah, das war ja übel. Jo, und dann habe ich 2 Tage frei. Und auf jeden Fall werde ich das Schnorchelzeug ausprobieren. Auf jeden Fall habe ich vor, auch angeln zu gehen. Und zwar Montag und Dienstag. Und natürlich den übrigen Kram, einkaufen, waschen, bla bla bla, Garten. Gut, das war's für heute. Wieder jetzt nicht so super spannend, I know. Das Massagekissen habe ich auch noch nicht ausprobiert. Es kommt mir, also es ist ziemlich schwer im Vergleich zu dem, was ich schon mal hatte, obwohl die Funktion genau die gleiche ist. So zwei rotierende Dinger, eins größer, eins kleiner. Da ist so ein extra Schutz drauf, den man dazwischen packen kann, damit das weniger stark drückt, aber es ist trotzdem irgendwie unangenehm. Also es kann natürlich daran liegen, dass der immer genau auf dem Hugeln rumknetet, aber irgendwie habe ich die ideale Position und bla 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 noch nicht so rausgefunden. Muss ich nochmal checken. Habe ich bisher noch nicht und von daher kann ich dazu noch auch nicht viel sagen. Aber das Ding, was ich ja hier gerade zu Hause habe, das geht ja hier zurück. Jo, dafür habe ich mit Tax $42 bezahlt und jetzt kriege ich es für mit Tax unter 30. Genau das gleiche. Da bescheuert man. Ich habe gerade ein bisschen meine Steuern gearbeitet. Also ich habe das W-2, das bekommt man ja immer vom Arbeitgeber, hochgeladen. Ich habe natürlich noch nichts anderes drin, weder State noch sonst, nur Federal. Und ich habe die Deductions noch nicht eingegeben und so weiter und bla bla bla. Also bisher habe ich es immer, habe ich immer gesehen, dass es mit bereits einem Betrag anfängt, den man zurückbekommt. Diesmal fängt es direkt an mit einem Betrag, den ich noch zu zahlen habe. Knapp $2,200. Also ich dachte, ich kriege was zurück. Ja, da muss ich auf jeden Fall noch mehr intensiv irgendwann mich mit beschäftigen, bis 15. April, glaube ich. Hat also noch Zeit. Aber das war schon mal so ein kleiner Aufhorcherwert.